Der Februar ist für viele Naturfotografen oft der Monat, wo man viel Zeit damit verbringt, entweder seine Ausrüstung zu reinigen oder um seine Bilder zu sortieren. Tolle Fotomotive, eher Fehlanzeige. Als Tier- und Naturfilmer möchte man sich da gerne den ganzen Tag drinnen verkriechen. Und die Tiere, so scheint es zumindest, handhaben das nicht anders. Doch dann gibt es so Tage, an denen wagt man sich doch nach draußen, um seine Sinne zu schulen. Und manchmal bringen diese einen unverhofft auf eine Spur. Herzliches Hallo, herzlich willkommen zum neuen Waldmoment. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich an dieser Stelle bedanken für die ganzen Kommentare, positiven Zusprüche zu unserem letzten Video. Und wir machen das in Zukunft häufiger. Und wenn ihr wollt, dann folgt uns hier unten bei YouTube oder bei Instagram. Dann werdet ihr auf dem Laufenden gehalten, wann es wieder soweit ist. Und wir steigen jetzt direkt ein. Für die Naturfotografie, da ist es ja wichtig, dass man all seine Sinne nutzt. Und heute ist es tatsächlich der Geruchssinn, der mich auf mein Motiv gebracht hat. Und ich würde mal sagen, wäre die Geruchsübertragung per Internet schon erfunden, dann würdet ihr mir vermutlich das jetzt folgende Video etwas übel nehmen. Es riecht ganz schön streng hier und wir schauen uns mal an, was ich gefunden habe. Kommt mit. Versuche euch mal den Geruch so ein bisschen zu beschreiben. Wenn ihr mal in der Küche eine alte Maggi-Flasche aufmacht und mal einen ganz, ganz tiefen Zug nimmt. So ungefähr. Und ich habe da vorne was entdeckt. Wir gehen noch ein kleines Stückchen näher ran. Man kann hier wirklich sehr schön sehen, wie der Boden aufgewühlt, ja regelrecht bearbeitet worden ist. Und direkt hinter mir ein Baum, der ist ganz glatt gerieben, ganz sandig zugleich. Und in der Fachsprache sprechen die Jäger von einer Sule, beziehungsweise hier von einem Mahlbaum. Und das ist also ein Ort, der regelmäßig aufgesucht wird von Wild. In diesem Fall, man kann es am Geruch erahnen, von Schwarzwild, also von Wildschweinen, um sich zu suhlen. Wir können sagen, wir sind hier im Badezimmer der Wildschweine angelangt. Und dementsprechend riecht es, wie gesagt, auch. Wildschweine sind ja Tiere, die sich auch in der Nähe des Menschen besonders wohlfühlen und auch sehr zahlreich vorkommen. Auch hier oben im Kottenforst, ganz in der Nähe vom Haus der Natur. Und man hört immer wieder durch Medienberichte auch, dass es zu einer explosionsartigen Vermehrung von Wildschweinen kommt. Und das ist tatsächlich auch richtig. Mit einer der Gründe dafür ist unter anderem der Klimawandel. Der Klimawandel, der dafür sorgt, dass wir weniger harte Winter haben. Und es ist natürlich für die Wildschweine wesentlich einfacher, sich dann hier zurechtzufinden. Der Tisch ist reich gedeckt für die Wildschweine. Das wird auch noch unterstützt durch unseren Mais- oder Rapsanbau. Das fressen die Wildschweine besonders gerne. Und eine besondere Delikatesse sind natürlich in einem Laubwald wie hier Bucheckern, Eicheln im Herbst, im Winter. Und bei so viel Nahrungsangebot ist es natürlich einfach für die Wildschweine hier entsprechend zurechtzukommen. So, jetzt haben wir schon ein bisschen was über Wildschweine gelernt. Was wir immer noch nicht haben, ist ein brauchbares Foto. Und jetzt bin ich ehrlich zu euch, als ich heute Morgen hier gewesen bin, waren hier Wildschweine. So schnell habe ich meine Kamera aber gar nicht draußen gehabt, also dass ich da ein brauchbares Foto hätte machen können. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt hier noch auf Wildschweine treffen, die ist so gut wie ausgeschlossen. Dafür quassel ich nämlich hier schon viel zu lange, viel zu laut rum. Und das hat auch einen Grund. Wildschweine, von denen müsst ihr keine Angst haben, sind in der Regel sehr scheu und meiden die direkte Nähe zum Menschen. Und das ist auch mitunter der Grund, warum ich manchmal quasselnd durch den Wald laufe, jetzt gerade im Winter. Ich möchte einfach den Tieren die Möglichkeit geben, ihre natürliche Fluchtdistanz zu wahren. Und das ist im Winter gerade auch bei Rehwild besonders wichtig. Vielleicht habt ihr im Winter schon mal Rehe aus der Nähe gesehen und festgestellt, dass die Rehe nicht so scheu sind, wie sie das im Sommer sind. Das ist ein Trugschluss. Der Grund, warum man
im Winter sich manchen Wildtieren viel eher nähern kann, ist einfach, dass die Tiere im kalten Winter versuchen, Ressourcen zu sparen. Also weglaufen bedeutet immer Anstrengung, Kraft, Reserven verbrauchen. Und das versuchen die Tiere auch so gut wie möglich zu vermeiden. Und deswegen kommt man oft sehr, sehr nah ran. Und das ist aber nicht gut für die Tiere. Das ist stressauslösend. Und deswegen gehe ich manchmal einfach ein bisschen lauter als sonst durch den Wald, um einfach den Tieren die Möglichkeit zu geben, Distanz zu bewahren. So ist das manchmal in der Naturfotografie. Manchmal muss man damit leben, dass man eben auch ohne Motiv nach Hause kommt. Damit ich aber jetzt nicht umsonst das schwere Teleobjektiv mit hier raufgeschleppt habe, gehen wir jetzt an einen Ort, wo wir unter Garantie Wildschweine sehen werden. Komm mit! So ist das manchmal im langweiligen Februar. Da muss man manchmal auch als Naturfotograf zurückgreifen auf die Tiere im heimischen Wildgatter. Und wenn die darüber hinaus noch so viel Auslauf haben, wie das hier bei uns der Fall ist, dann ist auch das ein sehr schönes und dankbares Motiv. Von November bis Januar ist in der Regel Paarungszeit bei unseren Wildschweinen hier. Das bedeutet, dass vermutlich einige dieser Barchen hier aktuell trächtig sind. Für mich bedeutet das wiederum, dass ich vermutlich im April zurückkommen werde und mal schauen, ob es was Kleines Neues gibt. Und wenn ihr wollt, dann seid ihr natürlich live dabei. Und an dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich über ein Abo und ich sage Tschüss. Bis dann. Thank you.